so gesund? Ein Podcast von den Solothurner Spitäler. Mit dem Dominik Lüdi. Plastische Chirurgie. An was denkt ihr, wenn ihr das hört? An Brustvergrößerungen vielleicht? Oder an Faceliftings? Das ist auf jeden Fall das, was die meisten Leute denken. Der Beweis dafür, dass plastische Chirurgie noch viel mehr ist als das, ist Frau Dr. Claudia Fischlin. Sie ist leitende Ärztin von der plastischen Chirurgie bei den Solothurner Spitäler. Frau Fischlin, die sind etwa die noch mit dem Vorurteil, sage ich jetzt mal, konfrontiert. Ja, das ist wahr. Also, prinzipiell, wenn ich sage, was ich mache, dass ich plastische Chirurgin bin, dann kommt es zuerst einmal an, Schönheitschirurgie. Und das ist in dem Sinn nicht ganz so. Das ist eigentlich nur ein recht kleiner Anteil von unseren Operationen, die wir machen. Weil wir machen eigentlich vor allem rekonstruktive Eingriffe vom Weichteilmantel, also von Haut und Unterhautfettgewebe, die wir rekonstruieren. Das ist eigentlich die Hauptarbeit von uns. Und trotzdem, es ist zwar ein kleiner Teil, aber Schönheitsoperationen bietet ihr auch an bei den Solothurner Spitäler. Was heisst das zum Beispiel? Kann ich jetzt zu euch eine Botox-Behandlung machen? Ja, das auf jeden Fall. Also, es ist ja, also, unser Facharzttitel ist ja genannt plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie. Und das gehört natürlich zu uns dazu. Und es gibt eben auch recht viele Überschneidungen. Also Botox-Behandlungen kann man nicht nur gegen Fältchen machen, das kann man auch zum Beispiel für Migränebehandlungen oder auch für übermässiges Schwitzen machen oder auch bei Symmetrisierung, also dass man das Gesicht wieder ein bisschen symmetrischer machen will, wenn es Lähmungserscheinungen gegeben hat im Gesicht. Okay, gegen Migräne, das funktioniert? Ja, das funktioniert. Und zwar, es gibt sogar Studien, die das belegen, dass das funktioniert. Es ist häufig, weil die Muskulatur recht verspannt ist. Und dann kann man das ein bisschen, sozusagen ein bisschen lähmen und das hilft den Patienten. Und wie häufig muss man das machen, jetzt so gegen Migräne? Also das Botox wirkt so zwischen 3 bis 6 Monaten. Also das muss man, ja, 3 bis 4 Mal pro Jahr muss man das machen. Hm. Schönheitsoperationen, mit denen hat er aber gleich relativ viel zu tun. Und zwar immer dann, wenn sie noch im anders schief sind gegangen, dann kommen dann die Patienten plötzlich zu euch. Richtig, das ist leider so, dass wir doch recht viele Patienten vom Ausland auch haben, mit Komplikationen. Das heisst natürlich nicht, dass das Ausland nur schlecht ist. Das würde ich jetzt nicht sagen. Es ist einfach so, dass Patienten, die sich im Ausland operieren lassen, Nachsorge sehr, sehr schlecht geregelt ist. Das heisst, die fliegen ja nachher wieder zurück in die Schweiz. Und dann ist es eigentlich die einzige Möglichkeit, dass sie sich in der Schweiz irgendwo in einem Spital vorstellen. Und das ist natürlich, darum ist es eben auch wichtig, dass wir auch das Fachgebiet ästhetische Chirurgie beherrschen, weil das müssen wir nachher auch können, die Probleme müssen wir nachher auch können beheben. Sie sagen, die Nachsorge ist vor allem das Problem. Was heisst das? Was läuft dort falsch? Also, ich denke, was nicht ganz einfach ist im Ausland, erstens herausfinden, ist der Chirurg gut oder nicht. Das kann man sehr schlecht herausfinden. Und das Zweite ist, oder, wenn ich einen Patienten operiere, dann sehe ich die regelmässig bis eigentlich 6 Monate nach der Operation. Und das ist ja in dem Sinn, findet nicht statt. Das heisst, die gehen nach ein paar Tagen, fliegen die wieder zurück. Mit was für Sachen landen die dann im wahrsten Sinn vom Wort bei euch, was habt ihr denn für Beschwerden? Also da gibt es ganz recht viel, also ganz breit, also das Häufige ist einfach der Infekt oder irgendwie eine offene Stelle oder eine abgestorbene Haut bei der Brust oder am Bauch. Das sind so die Komplikationen, die wir haben. Jetzt will man das ja unbedingt vermeiden. Auf was muss man jetzt schauen, zum Beispiel in der Schweiz, dass man dann auch am richtigen Ort landet, was seriös abläuft? Also ich denke, das Wichtigste ist, gerade in der Schweiz kann man das ja sehen, dass es einfach der Arzt, ein Facharzt für plastische, rekonstruktive Chirurgie hat. Und das kann man wirklich auf der Seite von der FMH kann man das nachschauen. Im Ausland ist das natürlich eben sehr schwierig. Da kann man sehr schlecht abschätzen, was der Arzt für eine Ausbildung hat. Die Seite von der FMH, für alle, die es nicht kennen, was ist das genau? Das ist eine Fachgesellschaft. Also Facharzttitel, jeder Spezialist, also
jeder Arzt macht häufig noch eine spezifische Ausbildung. Und da gibt es Facharzttitel, die von der FMH, das ist unsere Gesellschaft, vergeben werden. Und dafür das muss man bestimmte Jahre machen. Man muss einen Operationskatalog haben, wo man gemacht hat, und noch eine Prüfung ablegen. Dann ist quasi bewiesen, dass man es eben auch kann. Richtig. Und das kann nicht einfach so jeder behaupten, sondern das kann man unabhängig eben auf dieser Webseite nachschauen. Das ist ja so. Wichtiger Tipp für all die, die jetzt zuhören, sicher. Wenn es aber dann einmal in die Hose gegangen ist und die Leute zu euch kommen, könnt ihr denen dann in der Regel helfen? Und welches sind vielleicht so ein bisschen die Fälle, die schwieriger sind, um es nachher zu retten? Also wir können denen meistens helfen, weil die haben ein akutes medizinisches Problem. Und das können wir schon lösen. Es ist einfach so, gerade ästhetisch ist manchmal halt dann, schon ein Problem. Und das muss man dann, wenn man das akute Problem mit dem Infekt behoben hat, nachher in Zukunft dann wieder schön machen. Oder? Das heisst zum Beispiel, wenn jetzt eine Patientin sich hat eine Brust vergrössern im Ausland mit Implantat, das ist ja ein Fremdkörper, und dort kann es halt mal zu Infekten führen. Und wenn der Infekt mal da ist, dann kann man das Implantat nicht mehr retten, sondern man muss das Implantat rausnehmen. Und das heisst, die Patienten haben natürlich den 3 bis 6 Monate, kann man das nicht wieder treten, wo man den Infekt muss ausbehandeln muss. Und dann haben sie halt in dieser Zeit halt ein schlechteres optisches Resultat. Das kann man dann nachher aber wieder schön eigentlich wieder rekonstruieren, in dem Sinne die Brust. Das heisst, die Regel kommt wieder gut, aber es braucht ein bisschen und man leidet natürlich. Ja, das ist genau so. Es braucht dann halt mehr Zeit, als wenn es einfach auf Anhieb gut funktioniert hat. Wünschen wir natürlich niemandem. Dann kommt häufig noch die Frage, wer zahlt denn das? Zuerst einmal, die Schönheitsoperation an und für sich. Zahlt man die selber oder zahlt da vielleicht die Krankenkasse sogar etwas dran? Also in der Schweiz gibt's noch verschiedene so für Zusatzversicherung. Meist zahlt eine Versicherung mal noch etwas an einen Schönheitseingriff. Es gibt da bin ich nicht jetzt ganz speziell ausgebildet, aber es gibt ab und zu Versicherungen, die noch so eine Klausel drin haben, dass sie einen gewissen Betrag an ästhetischen Eingriffen übernehmen. Aber prinzipiell zahlt aus der Grundversicherung zahlt die Krankenkasse nichts an ästhetische Eingriffe. Das heisst, es muss ein medizinischer Krankheitswert, der begründet muss sein, da sie das Krankenkasse das übernimmt. Und natürlich gibt das recht viel so ein bisschen Überschneidungen. Was ist jetzt ein Krankheitswert? Was ist Leidensdruck? Da gibt es natürlich sehr, auch ein bisschen Grauzonen in unserem Bereich. Ich denke, gerade so Botox gegen Migräne wäre so ein Fall. Genau, oder auch übermässiges Schwitzen, das ist auch so eine Grauzone. Oder manchmal auch so Operationen, wo man so Haut strafft, das sind manchmal auch so ein bisschen Grauzonen. Mhm. Dann zum anderen Fall, wenn eben die Schönheitsoperation nicht gut verlaufen ist, wenn sie in die Hose gegangen ist und man muss rekonstruieren, wenn man es retten muss, das wiederum wird zahlt. Das zahlt in der Schweiz Krankenkasse, ja. Das ist, in Deutschland ist das nicht so, da muss man eine Zusatzversicherung abschließen, aber in der Schweiz wird das von der Krankenkasse gezahlt. Mhm. Wie findet ihr das? Meine persönliche Meinung ist, dass ich das eigentlich korrekt finde, weil man zahlt auch dem Raucher seine Therapie vom Lungenkrebs und die anderen Patienten, die so ein bisschen selbst verschuldet ist, ihre Krankheit, zahlt man eigentlich das auch. Mhm. Gehen wir ein bisschen weg von den Schönheitsoperationen, was wirklich nur ein kleiner Teil ist von dem, was ihr macht im Alltag in den Solothurner Spitälern. Was sind denn so die häufigsten Operationen, die ihr jetzt macht? Also da gibt's einfach so ein bisschen 3 Kategorien. Ich denke, die erste Kategorie ist bei der Brust. Das zweite ist Tumor. Und das dritte ist das, was wir so als postbariatrische Chirurgie bezeichnen. Das heisst Straffungsoperationen. Okay. Fangen wir doch vielleicht bei der Brustrekonstruktion an. Also nach einem Krebs hat man vielleicht die Brust abnehmen und nachher braucht es wieder eine neue Brust. Wie geht man da vor, wenn man jetzt so eine Brust muss wieder rekonstruieren. Also es gibt ja die zertifizierten Brustzentren. Das Solothurner Spitäler hat auch ein zertifiziertes Brustzentrum
sowohl in Olten wie auch in Solothurn, wo eigentlich zusammen mit dem Gynäkologen, also dem Senolog, besprochen wird, prinzipiell, wenn eine Frau einen Brustkrebs hat, wie man das dann wieder herstellen kann. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten und es gibt auch verschiedene Zeitpläne, wo man das machen kann und auch verschiedene eben Techniken. Und da gibt es zu erwähnen, eben, dass man mit Eigengewebe kann man das machen kann, was ein bisschen komplizierter, aber aus meiner Sicht besser und längerfristige Resultate ergibt. Man kann aber andererseits auch mit Implantat arbeiten zu der Rekonstruktion. Die sind aber eben nicht immer möglich. Mhm. Du sagst, mit Eigengewebe würde ich die Brust herstellen. Woher nimmt man das Eigengewebe? Das ist eben also die Haupt... so der Standard-Eingriff von Eigengewebe für Brustrekonstruktion ist eigentlich ein ganz schöner Eingriff. Und zwar, dort kann man den Namen stellen, also dort, wo man das Gewebe hernimmt, kann man gerade auch noch schön machen. Und zwar, man nimmt vom Bauch und man nimmt vom Bauch die Haut und Fett und tut das nachher als für die Brust verpflanzen. Und im Bereich vom Bauch kann man dann gerade eigentlich eine Bauchstraffung machen. Also wir verschliessen es im Sinn von einer Straffungsoperation im Bereich vom Bauch. Aber offenbar ist es nicht in jedem Fall möglich. Wenn ist so ein Fall, wo es Implantate mehr Sinn macht, wo man dann halt muss aufs Implantat zurückgreifen? Also das hängt einerseits immer vom Patientenwunsch ab, was sie wollen. Weil der Eingriff mit dem Eigengewebe ist ein bisschen länger. Also wenn man einfach ein Implantat macht. Und dort hängt es oft vom Alter und vom Ursprungsproblem ab. Also wenn man zum Beispiel jetzt eine Patientin hat, die man muss bestrahlen nach dem Eingriff, ist natürlich ein Implantat macht nicht so Sinn. Weil der Hautmantel, der wird in Mitleidenschaft gezogen und die haben nachher sehr, sehr schlechte Resultate. Dort geht in dem Sinn das Implantat nicht. Und wenn es nicht geht und auch das Eigengewebe nicht geht, kann man einfach auch die Brust nicht rekonstruieren. Das ist auch immer noch eine Möglichkeit. Entscheiden sich viele dafür, die nicht zu rekonstruieren? Oder gibt es irgendwie mehr, die sie rekonstruieren? Wie sieht es dort aus? Es ist halt auch immer so, wie man den Patienten und den Leuten das erklärt, wie das funktioniert und was man machen kann und was man nicht machen kann. Und ich habe den Eindruck, dass halt immer wie mehr Frauen nicht einfach mit einer abgeschnittenen Brust und mit einer Asymmetrie, dass die eine Brust riesig und die andere fehlt, leben wollen. Insbesondere auch gerade die Jüngeren. Und immer wie mehr natürlich der Wunsch nach einer Brustrekonstruktion auch ausdrücken. Und das finde ich eigentlich auch korrekt, das zu machen. Was bedeutet jetzt so eine Brustrekonstruktion für Patientinnen? Wie lange ist die Operation? Wie lange geht es, bis man sich vielleicht auch mit dieser Brust wieder angefreundet hat? Das ist auch psychologisch vielleicht etwas, was da geht, natürlich. Das ist so. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass man dort einen guten Bezug zu den Patienten hat. Weil das ist ein langer Weg, den man miteinander laufen muss. Das ist nicht in einer Operation gemacht. Also der erste Eingriff ist recht aufwendig. Das ist ein mit Mikrochirurgie, das heisst, man nimmt eben das Gewebe mit einer kleinen Arterie und einer kleinen Vene und schließt das dann im Bereich von der Brust an, unter einem Mikroskop. Und dann tut man eigentlich prinzipiell einfach mal das Gewebe herbringen, den grössten Teil, den man dann hat. Und das muss dann eigentlich zuerst gut durchblutet sein und nachher kann man dann die Brust noch formen. Die Brustwarze muss man rekonstruieren. Das sind nachher alles Folgeeingriffe, die man dann auch noch schlussendlich machen und anbieten muss, dass es nachher wirklich zu einem guten, sehr schönen Resultat, auch symmetrischen Resultat kommt. Und da muss man wirklich mit den Frauen halt das vorher klar besprechen, was sie sich einlösen und was sie müssen erwarten. Das hat manchmal etwa 2 Jahre gebraucht, bis die ganze Brust schön rekonstruiert ist. Braucht also ein bisschen Geduld. Ja. Patient heißt ja auch... Geduld haben. Wenn man es übersetzt, Latinisch, das ist noch häufiger so. Kommen wir von der Brustrekonstruktion zu der Brustverkleinerung, die ihr auch anbietet. Aus was für Gründen entscheiden sich Patientinnen für eine Brustverkleinerung oder vielleicht auch Patienten natürlich? Genau, also Brustreduktion ist eigentlich sozusagen der zweithäufigste Eingriff, den wir auch machen an der Brust.
Das sind häufig Patienten, die einfach eine enorm grosse Brust haben. Also wir reden hier von einer Körbchengrösse F, ab F, G, J oder aufwärts. Und die haben so eine schwere Brust, dass die sehr häufig an Nacken- und Rückenschmerzen leiden. Und das kann man nicht... Also das ist ganz klar auf das zurückzuführen. Das ist einfach so viel Gewicht, das vorne dran ist, dass die Schmerzen eigentlich ohne, dass man die Brust ein bisschen verkleinert, gar nicht weggehen können. Mhm. Und so ab, sage ich mal, welchem Leidensdruck empfehle ich dir, den Arzt aufzusuchen und allenfalls an so eine Operation zu denken? Also, ich denke, sobald man das Gefühl hat, meine Brust ist jetzt sehr, sehr gross und das Gefühl hat, ja, also ist ein bisschen grösser als so die Norm und ich habe Rücken- und Nackenschmerzen und es belastet mich und stört mich, das ist sicher sinnvoll, mal das auch mit dem Hausarzt mal anzusprechen. Und dann kann man schauen, dass man auch einen Termin bei uns kann abmachen kann, um mal zu schauen, was das Problem ist und wie man das auch könnte sonst noch behandeln oder man kann auch mal noch Physiotherapie machen. Man kann auch mit dem Gewicht noch ein bisschen schauen, dass man dort noch ein bisschen runterkommt, weil die Brust besteht ja auch zu einem grossen Teil aus Fett, ob das dann noch ein bisschen hilft. Und dann kann man das mit den, Patienten anschauen. Mhm. Etwas weiteres, was ihr auch relativ häufig macht, ist Hautkrebs rausnehmen. Bei euch in den Solothurner Spitälern. Vielleicht mal zuerst zum Durchschnittsalter von Hautkrebspatienten und Patientinnen. Ich habe hier gelesen, das sei relativ hoch, so um die 70 herum. Stimmt das heutzutage noch? Was sind da eure Erfahrungen? Also es ist generell so, je älter der Patient, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für einen Hautkrebs. Insbesondere gerade eben beim Weissen, wo die kumulative UV-Dosis, sozusagen also das, was man das ganze Leben lang an Sonnenstrahlen sozusagen angesammelt hat, ist ein Risikofaktor für Weissen Hautkrebs. Und da ist natürlich klar, je älter, desto häufiger. Leider sehen wir je länger, je mehr auch sehr junge Patienten mit weissem und auch schwarzem Hautkrebs. Also mein jüngster Patient war 20, der schon einen weissen Hautkrebs im Gesicht hatte. Und ich denke, da ist einfach wichtig das Thema Sonnenschutz. Oder? Weil wir wohnen in der Schweiz, wir haben eine hohe UV-Belastung und das wird einfach recht häufig wird das einfach nicht richtig eingeschätzt. Und wir unterschätzen die UV-Strahlung. Und natürlich mit dem steigt das Risiko von Hautkrebs massiv an. Mhm. Jetzt in der Regel findet man den hoffentlich früh genug und kann eben noch rausnehmen. Ab welcher Grösse wird es nachher schwierig, kritisch, respektive kann man vielleicht gar nicht mehr helfen? Was sind da eure Erfahrungen? Also ich kann das nicht einfach so einfach benennen. Also prinzipiell der Hautkrebs, es gibt zwei verschiedene Sorten. Es gibt der Weisse und es gibt der Schwarze. Und der Weisse ist in dem Sinn, der macht weniger Ableger. Und der Schwarze, der macht mehr Ableger. Und bei beiden ist es eigentlich so, wenn du in einem frühen Stadium, also beim schwarzen Hautkrebs, nicht eine gewisse Dicke überschreitet, dann kann man den rausschneiden und macht zum Teil noch einen Wächterlymphknoten. Und wenn das erledigt ist, ist das fertig. Und das ist das Gleiche beim weißen Hautkrebs. Wenn der klein ist und man den rausschneiden kann und der ist draussen, dann ist das auch erledigt. Es wird problematisch und auch nicht mehr sinnvoll, das chirurgisch zu therapieren, wenn der Krebs schon weitergegangen ist an verschiedenen Orten, wo man nicht mehr entfernen kann. Das heisst, wenn er in die Lunge Ableger gemacht hat oder grossflächig irgendwo in der Lymphdrüse und der Patient auch nicht mehr so parat ist für einen grösseren chirurgischen Eingriff. Dort kann man nachher mit der Chirurgie kommt man nicht mehr weiter. Und darum haben wir ja auch unsere Zusammenarbeit mit den Kollegen von der Onkologie und auch Radiotherapie. Und da findet man nachher andere Therapien, die man den Patienten anbieten kann. Gehen wir mal davon aus, man ist noch früh genug dran und es hat noch keine Ableger. Auf was kommt es jetzt beim Rausnehmen, beim Rausschneiden darauf an, dass es dann eben
nicht weitergeht. Also da ist es einfach wichtig, dass man das mit einem guten Abstand rausnimmt. Also zum Beispiel das Melanom unter einer Dicke von 2 mm. Also das Melanom ist der schwarze Hautkrebs. Wenn es unter 2 mm Dicke ist, tut man es mit einem 1 cm Abstand rausnehmen. Und wenn es über 2 mm dick ist, nimmt man es mit einem 2 cm Abstand raus. Und je nachdem, wo das natürlich ist, kann das natürlich schon zu rechten Defekten führen. Und darum ist es eigentlich eben auch wichtig, dass nachher das auch wieder schön sozusagen verneigt oder auch deckt wird, wieder von uns und rekonstruiert wird. Was sind denn so Stellen, die schwierig sind oder anspruchsvoll zum Rekonstruieren? Also prinzipiell oder ästhetisch anspruchsvoll ist und auch funktionell anspruchsvoll ist das Gesicht. Oder das sieht man natürlich sofort. Und das Gesicht ist auch nicht zu unterschätzen. Da hat man die Lider, die natürlich wichtig sind, dass die intakt sind, um das Auge zu machen, das Mund und die Nase. Das kann man nicht einfach verziehen, oder, weil das ist, gibt nachher eine Funktionseinbuss beim Patienten. Dort ist es ganz wichtig. Und nachher einfach auch dort, wo man nicht so viel Gewebe hat, um wieder zuzumachen, also Hände und Füße, auch dort wird es dann problematisch, das einfach wieder zuzunehmen und muss einfach eine gute Weichteildeckung dort wieder herbringen. Mhm. Gehen wir von zu wenig Haut zu viel Haut. Eine auch der häufigsten Operationen, die ihr macht, ist überschüssige Haut wegnehmen. Dann nämlich, wenn die Leute viel Gewicht verloren haben. Die haben abgenommen, die haben vielleicht eine Magenverkleinerung gehabt, sogenannten Bypass. Die kommen dann auch zu euch. Wie viel Zeit verstreicht hier so nach einer, sage jetzt mal, Bypass-Operation, eben Magenverkleinerung, bis nachher so weit ist, dass man Haut wegnimmt wieder? Also wie viel Zeit, das ist auch wieder sehr relativ zu betrachten. Da gibt es Kriterien, die sinnvoll sind, einerseits für einen Patienten und andererseits auch von der Krankenkasse verlangt wird. Das heisst, der Patient nimmt ja am Anfang recht schnell ab und nachher kommt er dann so in eine stabile Phase. Und es ist sinnvoll, dass der Patient wirklich ein Jahr lang das Gewicht kann halten kann, das er sich wünscht. Und nachher man erst operieren. Weil wenn er noch einmal mehr abnimmt, dann hängt ja die Haut noch mehr. Oder wenn er wieder zunimmt, macht es auch nicht so viel Sinn, das dann zu machen. Häufig ist so, nach 2 Jahren nach dem Magenbypass haben sie normalerweise ihre stabile Phase, erreichen sie. Mhm. Wo hat man denn nachher zu viel Haut? Oder wo ist es vor allem beeinträchtigend, sage ich jetzt mal, so zu viel Haut zu haben? Also das Hauptproblem ist der Bauch. Folgend von den Oberschenkeln. Nachher gibt es die Oberarme und auch noch die Brust, die auch noch häufig problematisch ist. Die Hauptarbeit und Hauptproblem ist effektiv der Bauch, weil dort verliert man am meisten Fett. Hm. Sind viele Stellen betroffen? Kann man gerade alles in einmal operieren? Oder wie geht ihr da vor? Können schon. Ich würde es einfach nicht machen. Also, es ist doch ein recht ausgedehnte Eingriffe, immer die Straffungsoperationen mit recht grossen Wundflächen. Ich persönlich straffe nochmals 2 Regionen auf einmal. Da gibt es schon im Ausland, sehe ich ab und zu Patienten, wo der ganze Körper gestrafft wird. Und das ist aus meiner Sicht recht problematisch, insbesondere der Blutverlust und auch die Erholungszeit. Wenn man natürlich den Armen, Beinen und Bauch überall weh hat, ist das nicht sehr angenehm. Mhm. Eine grosse Frage ist natürlich, wenn man so Haut wegschneidet oder auch grossflächig, die Narben. Wie macht man das, dass es nachher nicht so viel und schöne Narben gibt? Was empfehlt ihr? Also Narben muss man einerseits so legen, dass sie versteckt sind. Also im Bereich vom Bauch tut man sie dort machen, wo das Bikini oder die Unterhose sie versteckt. Und auch bei den Oberschenkeln und Oberarmen tut man sie schön an der Innenseite machen, dass es versteckt. Nachher Narbe ist Narbe. Narbe bleibt mir nie ganz weg. Die bleibt immer ersichtlich. Das können wir leider auch nicht abändern. Wir können einfach gute Narbenpflege nach dem Eingriff machen. Und da ist es wichtig, wir empfehlen den Leuten, dass sie wirklich gute Narbenmassage wirklich insgesamt ein Jahr machen und auch die Narben konsequent wirklich vor der Sonne schützen. Mhm. Und das ist auch manchmal ein bisschen fies. Es gibt natürlich Leute, wo es einfach schöner kommt automatisch und bei anderen nicht. Seht ihr das aber schon ein bisschen vorab? Könnt ihr das aber abschätzen? Oder?
Also das ist ein Thema, das ich eigentlich immer mit den Leuten anschaue vorher. Die meisten haben irgendwie mal schon eine Verletzung oder einen Eingriff und die wissen nicht, ob sie eine gute Wundheilung haben. Und es ist so, wenn mir ein Patient sagt, er hat eine schlechte Wundheilung und ich sehe auch, dass er so eine Neigung hat zu schlechter Narben, dann sehe ich die einfach ein bisschen häufiger nach dem Eingriff, um da schon ein bisschen proaktiv etwas dagegen machen. Oder man kann Silikonpflaster drauf tun, man kann Kompressionswäsche anpassen und man kann auch Cortison spritzen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das, wenn man es früh erwischt, zu behandeln, dass die Narben schön werden. Mhm. Ein Thema, das wir auch noch ansprechen müssen, ist wieder das Zahlen. Wie sieht es aus seit der Krankenkasse? Wird da alles übernommen? Nein. Also, das ist so ein Thema mit der Krankenkasse. Also, eben, da gibt's, ich bin natürlich plastischer, rekonstruktiver Chirurg und ich sehe halt immer, wie die Leute die leiden nach dem Gewichtsverlust an dieser überschüssigen Haut. Das sind zum Teil so junge, 21-jährige Mädchen, die sehen einfach aus, als wären sie 80 mit dem Körper. Und die Krankenkasse ist da recht hart. Und die sehen das nicht als einen rekonstruktiven Eingriff, dass man das wieder herstellt, sondern für sie wollen ganz klar eine medizinische Ursache. Das heisst, sie wollen wissen, hat das eine mechanische Komponente, gibt das eine Krankheit aus dem? Also wenn die überschüssige Haut, insbesondere am Bauch, die macht Rötung, Ekzem und die kann auch mechanisch einklemmen. Und dann ist es muss es Krankenkasse übernehmen, weil dann hat es einen ganz klaren Krankheitswert. Wenn es aber einfach optisch stört oder auch sie sagen, ah, ich schäme mein Body, das ist für Krankenkasse kein Grund. Mhm. Jetzt haben wir viel über Leute geredet, die abgenommen haben, vor allem wegen Magenverkleinerung. Etwas Neues, das bei euch jetzt dazugekommen ist, das sogenannte Ozempic, ein Mittel, das gäng wie mehr Leute nehmen. Und ihr habt jetzt schon die ersten Patienten bei euch. Genau. Also, es gibt eben das neue Medikament, da tun sich die Endokrinologen mit. Wir haben ja eine ganze bariatrische Sprechstunde, wo die Leute da wirklich gut beraten werden. Also Abnehmer-Sprechstunde. Genau, mit der Ernährungsberatung und auch der bariatrische Chirurg dabei ist und der Endokrinologe, weil die häufig ja noch zuckerkrank und hormonelle Probleme. Und die arbeiten häufig jetzt auch mit dem Ozempic noch. Und dann gibt es auch einen rechten Gewichtsverlust. Und da ist es effektiv so, dass wir jetzt erste Patienten haben, die das Ozempic nehmen und mit dem einen Gewichtsverlust hergebracht haben, der auch jetzt einfach eben gut sind für eine Straffungsoperation, in dem Sinne, dass man die überschüssige Haut wegnimmt. Mhm. Jetzt beim Bypass, Magenverkleinerung, wartet man ja, seit ihr gesagt, grössenordentlich vielleicht 2 Jahre, bis man stabil ist, sich das neue Gewicht gewöhnt hat. Beim Ozempic ist es so, wenn man es aufhört, nimmt man wieder zu. Ja, ich könnte mit gutem Gewissen, oder ist es noch so ein bisschen, es ist schon relativ neu halt. Das ist relativ neu. Also, ich habe da ehrlicherweise nicht sagen, sind die stabil oder nicht. Wir müssen uns da auch ein bisschen auf die Aussage vom Patienten verlassen. Wenn der sagt, ja doch, ich bin da stabil jetzt seit 6 Monaten, ich kann das Gewicht halten, ich bin mit dem zufrieden, dann kann ich mit dem eigentlich sozusagen, kann ich das akzeptieren. Mhm. Gehen wir mal weg von den häufigsten Eingriffen. Sag jetzt mal zum vielleicht eine Art Lieblingseingriff. Etwas vom Interessantesten für euch ist, wenn ihr zusammen Operationen mit Ärzten aus anderen Fachrichtungen könnt machen könnt. Vielleicht könnt ihr uns da mal ein konkretes Beispiel geben, was ist da gemeint damit? Also es ist ja so, dass plastische, rekonstruktive Chirurgie, wir arbeiten mit sehr vielen Disziplinen zusammen. Das heisst, wir arbeiten mit Orthopäden zusammen, eben mit den Gynäkologen, haben wir schon von der Brustrekonstruktion gehört, auch mit den Kollegen von der Viszeralchirurgie, wenn die grössere Tumoren müssen entfernen und wieder decken. Und etwas, was ich sehr, sehr gerne mache, sind die Zusammenarbeit auch gerade mit der Orthopädie.
wo ja, wenn zum Beispiel ein Fuß oder ein Unterschenkel ein Trauma erlebt und der Knochen bricht und das Weichgewebe Schaden nimmt, hat man früher einfach müssen amputieren. Und seit es eben die Mikrochirurgie gibt, kann man da jetzt einfach Weichgewebe verpflanzen, oder in dem Sinn. Und da habe ich zum Beispiel jetzt, nach einem Beispiel gefragt. Das letzte Beispiel, das ist eigentlich unser, wir sind ja neu seit einem Jahr an der SOHA, von der plastischen Chirurgie. Da ist gerade unser erster Patient zusammen mit der Orthopäde, ist ein Stahlträger auf den Fuss gefallen. Und es hat ihm sowohl Brüche im Fuss innen gemacht, die waren aber nicht so dramatisch gewesen. Sein Hauptproblem ist eigentlich wirklich, dass die gesamte Haut eigentlich vom Fussrücken ist verquetscht gewesen und so kaputt, dass man die nicht mehr retten konnte. Oder? Und jetzt ist es so, dass nachher der Knochen liegt dort blank und dort bleibt eigentlich die einzige Möglichkeit, um das zu rekonstruieren, kann man nicht mehr ein dünnes Hauttransplantat drauf tun, sondern muss man wirklich gutes Gewebe mit eigener Durchblutung muss man dort herbringen. Und eben, das war der erste Patient von uns zusammen. Und er hatte wirklich Angst um seinen Fuß. Und da habe ich jetzt wirklich ein Jahr lang nachkontrolliert. Und habe jetzt sozusagen vor etwa 3-4 Wochen habe ich ihn abgeschlossen. Und er hat richtig, richtig, richtig Freude gehabt. Hätte man nicht amputieren müssen, hätte man retten können. Hätte man können retten. Und er kann wieder laufen. Er kann wieder Stegen machen, laufen. Er kann alle seine Hobbys ausüben. Das ist richtig erfreulich, dass sie so die Patienten auch richtig erfreulich sind. Ja, schön, kann man so etwas heutzutage machen. Wer entscheidet denn schlussendlich, ob jetzt eben eine plastische Chirurgin wie dir dazu kommt, um es so darf machen? Das ist eine interessante Frage. Also prinzipiell kommt der Patient, läuft über einen Notfall und dort wieder gesehen von einem Chirurg. Und der chirurgische Notfall, der schaut dann, woher er wird, wer muss der Patient sehen. Und wenn es eben so Verletzungen vom Fuß und Bein und mit Knochen, dann kommt einfach zuerst mal der Orthopäde jetzt dort ins Spiel. Und die Orthopäde eben, die wissen Bescheid, dass wir in der SOHA jetzt arbeiten seit gut einem Jahr. Wir haben mit denen schon eben schon zusammengearbeitet und die wissen, das Weichgewebe, die Haut, das können wir nicht mehr retten. Und dann wissen die, die müssen uns anrufen. Und dann beraten wir da zusammen, den Patienten anschauen und dann machen wir eigentlich sozusagen wie einen Plan machen für einen Patienten, wie wir was wieder rekonstruieren wollen. Den Knochen und das Weichgewebe. Und dann machen wir das miteinander eigentlich so aufgleisen. Bleiben wir gerade ein bisschen beim Neuen, was geht da jetzt schon angehört, die sogenannte Mikro- und Super-Mikrochirurgie, die ihr auch anbietet. Also das klingt ja schon ziemlich klein und genau. Könnt ihr da vielleicht auch ein Beispiel machen? Was heisst das? Super-Mikrochirurgie? Also das ist ein bisschen ausholen. Also wir sind ja neu in den Solothurner Spitälern und wir haben jetzt eben, das Neue ist jetzt so, dass wir eben die Mikrochirurgie anbieten. Das ist vorher nicht angeboten worden. Und jetzt eben auch die Supermikrochirurgie. Das heisst, wir können eben den Leuten auch anbieten, eben die Sachen zu rekonstruieren, eben was ich vorher erklärt habe, Brustrekonstruktion mit Eigengewebe und eben so Verletzungen im Bereich vom Fuß mit Fremdgewebstransfer. Und Supermikrochirurgie, das geht meistens so richtig Lymphchirurgie. Und eine Supermikrochirurgie, das sind so ein bisschen Gefäßchen, das ist unter einem Millimeter, kann man sich da vorstellen. Und das sind die Fäden, die sind wirklich, wo man näht, die kleiner sind als ein Haar. Genau. Kleiner als ein Haar? Ja, dünner. Dünner als ein Haar. Wie könnt ihr das überhaupt sehen und wie könnt ihr das, also da reicht ja der ruhige Hang nicht mehr, wenn man es so klein schaffen. Also es braucht eine ruhige Hand und es braucht auch eine innerliche Ruhe. Und es braucht auch das richtige Instrumentarium und auch die richtige Atmosphäre. Genau. Wie schafft ihr die richtige Atmosphäre? Da, also insbesondere mein Arbeitskollege und Co-Leiter von der plastischen Chirurgie, Dr. Jumi, hat so seine schöne Playlist, die wir immer ablassen, wo wir einfach so die Musik, die einfach so ein bisschen Entspannung führt bei uns im Obsaal, dass wir wirklich ruhige Hand haben und uns konzentrieren können.
Dass ich mir das vorstellen kann, ist das so ein bisschen ähnlich wie in einem Wellnessbereich nehmen, oder? Nein, das ist einfach ein bisschen eine individuell zusammengestellte Liste von Liedern, die man toll findet und einem nicht stressen in dem Sinn. Das ist eine recht lange Liste, das ist etwa 8 Stunden Musik. Genau. Wie macht ihr das, dass ihr eure innere Ruhe findet, jetzt mal abgesehen von der Musik? Also persönlich, also ich finde eben physische Fitness ist sehr wichtig, dass man immer viel Sport, dass ich auch physisch und mental fit bin und genug schlafen, genug essen, einfach das ist eigentlich wie ein Leistungssport, oder, wo man macht, und da ist einfach wie beim Leistungssport das wichtig, eben gut schlafen und mental parat sein. Mhm. Bei den meisten Ärzten, bei euch gibt es das auch, gibt es Fehleingriffe und Patienten, die einem noch länger bleiben. Zum einen die besonders schönen Fälle, zum anderen sicher aber auch die schwierigen, traurigen, tragischen Fälle. Vielleicht fangen wir jetzt extra mit einem schwierigen, traurigen Fall an, dass wir dann auch mit dem schönen aufhören können. Was ist so etwas, was ich und ich bewegt beim Arbeiten? Da gibt es eben die ganz schlimmen Schicksale und eben die tollen Schicksale, die nachher wieder gut laufen. Und bei den Schlimmen ist es natürlich immer so, einfach, es gibt so die ganz üblen Infekte. Man nennt das auf Umgangssprache so die fleischfressenden Infekte. Und wenn ich einfach schon in Obsal laufe und ich weiss, das kommt nicht gut. Und ich tue das alles noch wegnehmen, das infizierte Zeug, und ich weiss, das kommt nicht gut. Und dann weiss man eigentlich im Grunde noch, ja, es ist, der Infekt ist zu ausgedehnt und der Patient wird sterben. Und das sind einfach die Patienten, die gehen einem sehr nach. Nachher gibt es auch Patienten, die, sagen wir mal, wo man sich so ein bisschen damit assoziieren kann, also wo man so ein bisschen ähnlich ist. Eben, ich bin auch Mama, wenn ich so eine junge Frau habe mit 2 kleinen Kindern, die einfach so eine schwere Krebserkrankung hat, wo man weiss, es kommt auch nicht gut. Das ist so Sachen, wo, das nimmt man einfach auch noch mit ein, und das trifft einem. Mhm. Gibt es da Mittel und Wege, wie man mit dem umgehen kann? Oder weiss man das schon als Student, es kommt auf mich zu, ich muss das irgendwie können? Also das weiss man als Student. Also man weiss, dass es so Sachen gibt, dass es nicht immer einfach ist, aber das wirklich, also nach dem realen Leben, da hilft, also mir hilft persönlich einfach immer mit den Arbeitskollegen auch, die so ein bisschen im gleichen Boot hocken, oder? Da hilft es sehr gut, sich da auszutauschen. Und nachher einfach auch ein stabiles persönliches Umfeld, das hilft natürlich auch immer. Mhm. Kommen wir noch zum Schönen. Es ist ja in der Regel so, dass man als Arzt den Leuten, den Patientinnen und Patienten helfen kann. Was ist so ein Fall oder eine Patientin, die noch besonders positiv in Erinnerung ist? Eben, das sind auch die rekonstruktiven Eingriffe, eben häufig auch junge, wo man sportliche. Und da ist zum Beispiel jetzt einem Patienten ist einfach ein Stein auf beide Beine gefallen. Und da war auch die Frage, ob wir diese Beine erhalten können. Und er hat etwa, ich weiß nicht wie viele Eingriffe, sicher um die 10 rekonstruktiven Eingriffe gehabt. Und nach einem Jahr später schickt er uns Videos, wenn er jetzt wieder snowboardet. Und das ist, da freut man sich einfach auch ganz, ganz fest für die ganze Arbeit, die man hat investiert und viel Blut geschwitzt hat für die Eingriffe, dass das wieder so toll ist gekommen. Vielen Dank, Frau Fischlin, seid ihr mein Gast gewesen. Ich hoffe, ihr wisst jetzt alle, plastische Chirurgie ist viel mehr als Faceliftings und Brustvergrösserungen. Im nächsten Podcast geht es übrigens um das Thema Endometriose. Also dann, wenn die Schleimhaut vor der Gebärmutter auch außerhalb des Organs im Bauch wuchert. Für Frauen vielmals eine sehr schmerzhafte Angelegenheit. Falls ihr betroffen seid, Fragen habt oder eure Erfahrungen mit uns möchtet teilen, dann freuen wir uns auf euer E-Mail auf
podcast@spital.so.ch. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal so gesund wieder mit dabei seid und wünsche euch gute Gesundheit und falls nicht, dann eine gute Behandlung. «So gesund» – ein Podcast von den Solothurner Spitäler. Mehr Informationen finden Sie jederzeit auf solothurnerspitaler.ch.